Mikrofon aus meinem Sichtfeld nehmen. Dann sehe ich nichts. Spannend, den dritten Teil, den kenne ich gar nicht. Den habe ich auch weder Let's Play gesehen noch irgendwas. Den ersten Teil hatte ich ja durchs Let's Play gesehen, den zweiten, der war auch so. Ich habe den Anfang, glaube ich, gesehen in dem Krankenhaus und dann war dann halt. Aber die waren gut, war lustig. Gerade der erste Teil war richtig gut. Ich bin ein heftiger Waldblut, da, ja. Nicht für Kinder geeignet, oder? Guck, ist jetzt 518. Sprache Deutsch. Ja gut, lass uns erstmal so. Neu spielen. Ich hab's auch gar nicht gespielt, also. Stornieren, benutzen. Ich kann es mit Controller spielen? Na ja, gut, ich habe aber kein Dingens mehr für den Controller. Also, aber es tut sich was, es hat sich noch nicht aufgehungen. Ein Detektiv wurde gerufen, um die Vorfall zu untersuchen, um ein... Ja, so schnell kann ich nicht lesen! Der Detektiv war schwach, seine Vergangenheit beeinflusst die Urteilsvermögen aufgrund seiner Beeinflussbarkeit. Wieso war das spielbar? Ja, wir haben ja den Polizisten für unsere Zwecke missbraucht, stimmt. Ja, das war ja der zweite Teil mit den sieben Trompeten, die ich irgendwie nicht ganz verstanden habe. Ah, das Endspiel. Einen ganzen Bus für uns. Dockel. Der sieht schon so böse aus. Jetzt haben wir eine ganze Familie ausgelöscht. Danach eine ganze Stadt. Eigentlich nur mehr wie die ganze Stadt und die ganze Umgebung. Klärwerk finde ich da und so. Einiges. Und alles Krankenhaus. Klein gemacht alles. Now the only thing I can learn. Ich habe nie die Leute verstanden, die sich ganz hinten hinsetzen müssen im Bus. Nur so voll so weit zu laufen. Ja, da wo es halt als erstes frei war hingesetzt. Time that he is satisfied is when he's on a drunk. Stopp. Das Bild fällt ihn jetzt einfach. Hat er auch gemacht. Ja, das war's jetzt mit dem Bus wahrscheinlich. Die kriegst du da nie mehr raus. Ich bin nicht mehr fahrtüchtig. Nicht mehr so einfach. Doch voll versenkt. Wer ist hier eigentlich? Warum hat er mitten auf der Straße gestanden? Hey, get your hands off him. What the hell are you doing? Whoa, relax there, stud. I'm not here to hurt anyone. Miss Eden. Well, I guess I should, but I just can't. He's so innocent looking after all. Ja, ein Kleinkind. Who the hell are you? Soll dann aussehen. What the fuck are you doing in the middle of the road? The name is Gabriel.
It's nice to finally meet so you. So habe ich mir Gabriel nicht vorgestellt. Your work for a while now, and I have to say, I'm really impressed. You work for the bureau or the agency? No, 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 you silly man. Let's just say I work for the real big brother, the man upstairs. You know, the true keeper of the law. Get your hands up and step away from the boy. Das interessiert mir. Kein Meter, dass du Pistole hast. You boys with your silly guns. I was going to kill you both, but there was something in his eyes. I saw a glimmer of hope there. Don't worry. We will meet again soon. We will meet again. Don't know where. You're right. No when? Ich weiß nicht. It looks like there's some new players. We really need to keep our head in the game. I think the town is behind these trees here. Someone's gonna find this bus soon, and we should. Ja, der lässt sich nicht so gut verstecken. Speaking of suspicion, we really should take a step back with the killing. And we need to keep a lower profile while we're trying to figure out a way to open these seals. Da hat der gute Mann recht. Now, I've been reading on the subject a lot lately, and I think I got an idea about how we should go about this. Now, I'll show you some of the literature once we get to my apartment. Spannend. Okay, wir dürfen mehr lesen, wenn wir bei seinem Apartment sind. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen wollen. Aber wir müssen ja die Schriftrolle aufkriegen. So, darf ich jetzt? Jetzt musst du weiter ungestreichelt da weiter liegen. Okay, wir sind hier. Wir können noch nix. Wir laufen. Hui. Hui. Oh, der ist aber schwerfällig. Die Junge springt nicht gerne. Das ist ein schwerer kleiner Junge, der hat gut gegessen. Flitz! Oh, ja gut. Ich hab aber einen Umweg gefunden. Wir können uns anscheinend auch nichts brechen, das ist aber schon mal von Vorteil. So wie es aussieht, kriegen wir erstmal keinen Fallschaden. Auch nehmen, ja! Oh, ich hab meinen Wackelteufel! Yeah. Komm. Ist ja gut, dass ich hier runtergefallen bin, aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Nur ein kleiner Teufel. Sieht nicht so aus. Ah, kann ich hier weiter? Da ist der Bus. Durch den Wald. Egal, was du sagst, ich mach, was ich will. Ich kann echt hier weiter langlaufen. Ah, hier ist eine Wand. Okay. Ich kann hier doch nicht langlaufen. Ich sollte ihm eventuell vielleicht doch folgen. Wenn das dann eine Treppe. Ich muss nur draufbleiben. Juhu. Flitz, kleiner Junge, Flitz. Hast auf mich gewartet. Oh, hier muss ich springen. Hm. I think we can get across around there. You can do this jump, right? Bin ich mir nicht so sicher. Drücke Space, um zu springen. Left Jump, zu rennen. Whee! Whee! Ja, halt dich fest. Ja, gedacht, den mache ich. Schaffe ich nicht. Jetzt hochspringen. If we can climb this, we should see the path again. Und sein weißes Hemd ist auch so schlimm hell. Kannst du mich nicht einfach hochheben oder so? Was ist das für ein Untergebener? Der bückt sich nicht mehr für mich. Der lässt mich die Arbeit alleine machen. Die ganz alleine hochkraxeln. Hätte mich wenigstens tragen können, mal ganz ehrlich. Oh, eine Plattform. Kann ich hier runtergucken? Ich will nur hier runterfallen. Oh, Landschaft. Der Baum ist echt groß. Die sind alle sehr groß. Das sind sehr hohe Bäume. Was haben wir hier? The Battle of the Little Horns. Der, was? Der Kampf der kleinen Hörner. Aha, aha, aha. Genau, verstehe. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen.
Das ist irgendwie ein Kampf von irgendwer. Hier ist hier noch was zum Einsammeln. Ja, ein Teufelchen. Nimm noch ein. Ich habe immer noch einen, hä? Okay, ich kann... da, zwei. Okay. Ich muss sagen, ich kann es nicht öffnen. Ich habe eine falsche Taste gedrückt. Ich habe anstatt IU gedrückt. Ich muss sagen, ich kann den Inventar gar nicht öffnen. Ah, shit. I think we need a little help here, son. Yeah, I'm pretty sure we can use the tree over there to climb over. Are you able to bring that down? I've seen you use those abilities before. Konzentrieren. Ah, ich muss nochmal auf Konzentrieren drücken, dass ich mich konzentrieren kann. Was muss ich damit jetzt tun? Kann ich dich damit schlagen? Ah, okay. Ich kann ihn so umschubsen. Da, bitteschön. Kann ich hier lang hüpfen? Das sieht so aus, als kann ich hier lang hüpfen. Nö, kann ich nicht, okay. Aber ich hätte da hochlaufen können. Hätte nicht hochspringen müssen. Das hat ja auch funktioniert. Komm, kleiner Junge. Ich will hier nicht runterfallen. Ich will wieder hochlaufen. Na, 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 na. Ja, alleine weiter. Und da folgst du. Oh, Oh. Nein! Bin ich gestorben? Steuerung. Cliffhanger. Okay. Die Steuerung ist nicht dafür gemacht, hier großartig Balance-Act oder so weiter zu machen. Ich hoffe, das kommt nicht ganz so vor. So. So, kommst du mir nach? Oder bleibst du da unten stehen? Kann ich dich nicht umschubsen? Nö. Wäre schon lustig, wenn ich einfach so rumschubsen könnte. Konzentrieren. Wie unbeeindruckt er da auch steht. Nice. Jetzt kommst du hoch. Ich muss hier alles umschubsen und dann kommst du erst dran gedackelt. Und Verschämtheit. Du hättest ja wenigstens vorgehen können und gucken, ob es dich hält. Ich meine, wenn du fällst, ist nicht so schlimm. Wenn ich falle, ist doof. Das tut ja mir weh. Gehen wir hier runter? Wahrscheinlich. Ist da noch eine Figur? Nee, das ist Gras. Hier ist Gras zwischendurch, okay. So, dann gehen wir mal weiter, Kollege. Ja, guck mir nicht nach. Ich würde kleinen Kindern nicht so nachgucken. Das ist sehr unpassend. Falling Rocks. Ja, weiß ich nicht. Ich denke, die sind einfach runtergefallen. Konzentrieren. Habe eine Treppe gemacht. Genau, Innenausstatter. Oder Außenausstatter. Wir sind ja nicht drin und draußen. Yeah,
was interesting, to say the least. Come on, son. Also ja dein Sohn geworden, oder wie? Bin ich hiermit einverstanden? Ich hab schon einen Vater, ich hab eigentlich zwei, den einen, der ich jetzt im Knast, weil ich ihn dazu gebracht habe, meine Mom zu erschießen mit einer Nagelpistole. Der andere ist ein bisschen tiefer ohne. Der war, glaube ich, auch noch, für mich bestimmt was erledigt habe. Da war ja der Kampf der Söhne, um Freddy zu gefallen. Einen haben wir schon platt gemacht, den ersten. Also im zweiten Spiel haben wir einen von den Söhnen. Ich weiß nicht, wie viele Söhne hat der eigentlich? Na, da war schon ein paar. Wenn er so fleißig war wie Zeus oder so, hat er ja schon ein paar Söhne, der Teufel. Aber jetzt sagen, wie lange das schon macht. Home sweet home. Let's take the path.